So, ein herzlich willkommen zurück. Das Ding ist natürlich wieder offen. Weg damit, braucht keine Sau. Das gucken, ja. Nee. Das war doch schon richtigerer. So, ja, wir spielen weiter Euro Truck Simulator. Auch wenn ich mittlerweile echt, ja, keine Ahnung. Nee, ich habe ja gestern meinen Test aufgenommen. Und ich muss schon sagen, der ist schon echt weit. Also, die erste Folge hat doch schon hochgeladen. Bei der zweiten Folge hängt er jetzt immer noch. Fast einen Tag später. Ja. Ja, ich meine, ich erreiche aktuell so im Durchschnitt, keine Ahnung, 150 Kilobyte pro Sekunde Upload. Ich meine, kann man mal gucken, das waren ja 30 Gigabyte, ne? Also 30.000 Megabyte durch 0,15 Megabyte pro Sekunde. Da kommst du auf 200.000 Sekunden und das dann durch. Ja, machen wir mal einen Tag. Ja. Nee, das haut ja gar nicht hin. Was? Also laut der Rechnung wäre er in 2,5 Tagen fertig. Was mir echt ein bisschen wenig klingt. Wie gesagt, denkt er jetzt so schon. Ich weiß gar nicht, wann ich gestern angefangen habe hochzuladen, aber weit mehr als 12 Stunden hängt er da schon dran. Ne? Naja, weiß. Wer weiß. Wir werden auf heute, klar. Wir werden heute auf jeden Fall erstmal weitermachen mit Euro Truck Simulator. Das da, genau. Dann brauchen wir das da. Genau. Und dann brauchen wir. Ja, audiomäßig passt alles. Mein Fenster ist offen. Ich hoffe, von draußen werden nicht zu viele Lärmpegel auf uns einwirken. Genauso wie ich auch schon hier meinen wunderschönen Sonnenschutz aktiviert habe. Ha? Die Kiste da oben. Da. Oh, da ist auch egal. Weil mir ansonsten schon wieder die Sonne aus dem Arsch scheint. Und ich hatte gestern, habe ich gestern, also ich habe es gestern gesehen, dass ein Herr, oh Gott, wer war denn das nochmal? Da muss ich erstmal ganz kurz nachgucken. Wartet mal kurz eine Sekunde. Ah, genau. Oliver Redman meinte, dass er das Spiel, also diesen Euro Truck Simulator, mit einem Steam-Controller gespielt hat. Also spielt. Jetzt ist das natürlich so. Steam-Controller habe ich nicht. Ich habe das Ding mal angeguckt. Von den Bildern sieht das Ding relativ ulkig aus. Was ich halt habe, ist halt so ein komischer. Mal kurz, mach ich mal hier direkt hier 10er. Ne. Genau, das ist der Steam-Controller. Achso. Weg da. Was ich mir gestern. Wo ist denn das Ding? Achso, ist noch der alte Text? Wo war das Ding? Da. Genau, das Ding habe ich. Das ist so ein Xbox-kompatibler Controller mit Analog-Sticks. Da einer und da einer. Also mit dem habe ich halt schon mal probiert. Ich habe davon genau genommen 2 Stück. Einmal das Ding, was funklos, wireless ist. So. Also kabellos. Und dann habe ich halt noch ein Kabel gebundenen. Ich habe davon also 2 Stück. Die arbeiten aber beide genau gleich. Funktioniert auch relativ gut in Euro Truck Simulator, also auch dieser Analog-Stick. Ich kann damit auch analog lenken und alles, aber muss ich sagen, hatte ich bisher nicht so viel Freude dran. Ich glaube, ich habe mich mit dieser Maus-Steuerung doch relativ glücklich eingelebt. Von daher werde ich dabei auch bleiben. Wie gesagt, vielleicht hole ich mir auch irgendwann mal so ein Lenkrad, aber sehe ich mich erstmal noch nicht bei. Ja, genau. Gut, lange genug geschnackt, wollen wir mal loslegen hier. Sollte alles funktionieren? Alter, die Sonne ist schon. Oh.
Selbst mit dem Karton gibt es ja so ganz kleinen schmalen Grat. Ne, jetzt keine Sonne, jetzt Sonne, jetzt keine Sonne. So ein ganz schmaler Grat, wo auch Sonne durchscheinen kann, ist bei mir hier durch diese schräge Wand. Katastrophe. Aber zumindest habe ich jetzt erstmal Sonnenschutz. Ja. So wäre das Ganze ohne. Man sieht nicht mal mehr mein Gesicht. Ohne Karton. Das ist eine Katastrophe. Aber wenigstens sehe ich jetzt immer auf dem Bildschirm alles. Also ich sehe zumindest alles. Ja, das ist schon ganz praktisch. Genau, legen wir einfach mal da. Waren wir gerade in einer Mission oder hatten wir gerade eine abgeschlossen? Wo sehe ich das? Ich sehe das nirgendwo. Machen wir mal fahren. Nee, okay, wir sind wohl nicht in einer Mission. Gut, dann machen wir Auftragsangebot. Ach so. Jetzt weiß ich gar nicht. Wir hatten 5, genau, 50.000 Euro haben wir. Wir haben ja jetzt auch die Bank, ne? Aber LKW kaufen wollte ich nicht. Warum eigentlich? LKW-Händler. Da haben wir ganz viele Fragezeichen. Okay. Und ein Volvo-Händler. Volvo ist sowieso das Beste. Online kaufen. Genau, da hatten wir diesen Sleeper und diesen Classic, wobei ich persönlich den hier geiler finde. Die kann man besser tunen. Ausführung ändern. So, und dann könnten wir ja. Ach so, weil wir die Hälfte noch nicht machen können. Ah ja, okay. Ja, genau. Weil wir die Hälfte noch nicht machen können. Genau, das hier war das Ausschlusskriterium, weil wir könnten maximal 160 PS tunen. Und das macht noch keinen Sinn. Damit können wir kaum noch Fracht, also kaum irgendwelche Fracht liefern. Also schwere Fracht jetzt vor allen Dingen, ne? Das heißt, wir werden mindestens warten, bis wir. Ja, keine Ahnung, was hier für Motoren kommen. Obwohl, warte mal kurz, wir könnten das doch sehen. Du hast einige Teile, möchtest du Änderungen? Ja, whatever. Okay. Wir konnten noch hier dieser Manager. Fahrzeugbrowser, genau. LKW-Browser, genau. So, mal gucken. Uiuiui. Wow. Also, auch wenn ich Renault, ich weiß nicht, wie dieser Name ausgesprochen wird, von den Leistungsdaten nicht so geil finde, wobei ich die jetzt auch in der Praxis nicht so sehr kenne. Also optisch sieht es schon nicht so schlecht aus. Besser als Scania. Also zumindest besser als der Scania. Ich verstehe auch nicht diese Dinger, die sehen so hässlich aus. Diese komischen Pickel da. Ich meine, das geht. Ja, das ist optisch schon geil. Aber das Ding, das sieht optisch halt so hässlich aus. Keine Ahnung, was die da verbockt haben. Die Lampen hier oben, die stören mich ein bisschen von der Optik her. Ne? Das kann man. Könnte man schon wegradieren oder sowas. Ja, keine Ahnung. Sowas gibt es noch. Genau, hier haben wir die Volvos. Was? Mehr gibt's nicht? Ach, wieso waren wir denn der weit unten in der Liste? Okay. So. DAF. Was hat der denn da? Ach, der hat ja schon gestört. Der hat ja. Warte mal kurz, können wir in die Innenansicht gehen? Innenansicht. Genau, hier, der hat diese elektronischen Spiegel. Das heißt, du hast da oben noch Kameras, die ganz schön klein sind. Und dann siehst du hier drinnen im Spiegel alles. Was natürlich relativ gefährlich ist, weil dadurch, dass du drinnen die Spiegel hast, vergisst du teilweise, dass du draußen ja auch Objekte hast. Und zwar das Ding da oben. Und wenn du denn nicht aufpasst, dann semmelst du das Ding während der Fahrt ab. Weil du halt, irgendwie nicht, an der Laterne dran vorbeifährst und so und denkst, ja, du hast ja hier, guck mal, hier ist ja alles frei, hier kannst du locker lang semmeln und dann reißt dich hier oben das Ding ab. Das ist natürlich, also keine Ahnung, ob es wirklich schon so ein Problem ist, aber will ich ja zumindest so denken, dass das ein Problem sein dürfte. Ne? Kann natürlich sein, dass die Dinger hier auch Gummi gelagert sind. Dass die Dinger also einfedern können, wenn du da irgendwo mal gegen sammelst. Dann hast du da bloß einen Lackschaden oder so, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, keine Ahnung. Oh, der hat klassische Spiegel. Schade. Direkt wieder hässlich. Ja, der sieht auch normal aus, sag ich mal. Also das.
Der hat auch so eine komischen Hess-Optisch. Also, keine Ahnung. Also, ich meine, kann sein, dass es ist die Aerodynamik so positiv beeinflusst, dass das, aber ganz ehrlich, also, ich finde es von der Optik her einfach nur hässlich. Der sieht damit aus wie so ein Schlüsselanhänger. Okay. Die übertreibt einfach mal direkt. Keine Ahnung, ob das aerodynamisch so ein. Okay, die haben es alle. Ja. Dann scheint das wohl wirklich so ein Ding zu sein. So sehr kenne ich mich mit LKWs denn doch nicht aus. Ja, MAN ist halt klassisches Design, ne? Wobei der schon große Spiegel hat. Müsste sich hier nicht die Fahrerkabine drin spiegeln? Warum sehe ich hier nur die Werkstatt? Naja. Spiegel in Spielen ist immer ein bisschen komisch. So, was wollte ich gucken? Wir wollten ja hier bei dem Volvo gucken, ne? Genau, den wollten wir kaufen. Genau, wir haben die Klassik und den Normal. Und hier können wir mal gucken beim Motor. Da haben wir 600 PS, wäre das Mindeste, was wir uns holen sollten. Und dann haben wir 757. Das heißt, mindestens den. Ja, hier steht auch schon. Wir müssten mindestens Level 18 sein, bevor es sich überhaupt lohnt. Ja, jetzt können wir uns nur den hier kaufen. Oder den hier, genau. Wir sind jetzt gerade Level 5, ne? Glaube ja. Das heißt, für nächstes Level können wir zumindest dieses 500 PS kaufen. Ah ja, mal gucken. Wir werden es mal im Hinterkopf behalten. Wie sieht es eigentlich aus bei anderen LKWs? Können wir bei anderen LKWs schon stärkere kaufen? Wie sieht es denn aus? Welches Level haben wir jetzt überhaupt? Wir haben Level 5. Fahrzeugbrowser. LKW-Browser. So. Wie sieht es denn zum Beispiel bei der guten alten Firma Scania aus? Scania. Muss mal einen schicken raussuchen. Der sieht hässlich aus. Der sieht gut aus. Guck mal, der hat hier nicht diese komischen Seitenflügel. Und Volvo hat sie ja auch nicht. Also, es zwingt Voraussetzung sein, muss es scheinbar nicht. Ne? Scania hat es nicht, Volvo hat es nicht. Die einzigen, die einigermaßen gut aussehen, die haben es alle nicht. Und bei allen anderen ist es hier so ein Schlüsselanhänger-Design. Ja, keine Ahnung. Gut, gucken wir mal bei Scania. Was können wir uns denn da leisten? Level 5. Da können wir uns ja noch gar. Da können wir nicht mal 400 PS. Da wären wir hier bei 380 PS. Ergo, also, damit fällt der Scania wohl auch raus. Okay, da haben wir vier verschiedene Modelle. Bei dem können wir sogar nur 370 PS. Wird immer weniger. Alter, holy moly. Ja, können wir vergessen. Das ist das. Also jetzt bereits den LKW holen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringen dürfte. Ich meine, wäre zwar cool irgendwo, ne, einen eigenen LKW, aber die Auswahl ist halt, ne, ist halt scheiße. Weißt du, im echten könntest du dir halt LKW kaufen, die du möchtest, solange du das Geld dafür hast. Und im Spiel hast du halt immer diese Levelbarriere. Danach würde halt im echten Leben keine Sau fragen, ne? Was gibt es noch für Firmen? MAN könnten wir auch mal gucken. MAN baut ja auch einigermaßen gute LKWs. Den Euro 6. Ja, nice. Schön modern und alles. Der hat sogar noch weniger. Der hat gerade mal 360 PS. Das wird echt immer weniger von Firma zu Firma. Da ist ja Volvo echt. Oh, MAN geht doch nur mit 640 PS. Also gut, ist jetzt die Euro 6 Variante. Guck mal bei dem normalen. Bei dem alten halt. Der geht immerhin bis 680 PS. Das ist schon ein bisschen mehr Leistung, ne? Scania und MAN, Scania und Volvo müssen ja eigentlich die stärksten sein, ne? Wo geht denn Scania hin? Scania baut ja auch relativ starke 730 PS. Ist hier das Maximum? 730, bei dem das Maximum? Auch 700, ja, okay, also Scania scheint bis 730 zu hoch zu gehen. Nächstes Getriebe, da ist Motor. Ja, okay, also bei Scania ist tatsächlich bei 730 Schluss. Was jetzt nicht so viel Unterschied zu 750 ist, weil Volvo geht ja bis 750 PS, aber
Die 20 PS drauf geschissen. Also tatsächlich Scania und Volvo sind hier im Spiel zumindest die stärksten, die es so gibt. Bis wohin geht in der Klasse? Auch bis 57, okay. Ich meine, gut, beim Volvo sieht man es ja auch immer, weil das da drauf steht. Ändert sich sogar. Lol. Wie geil ist das denn? Sie sieht man das bei Scania auch. Da steht Euro 6, aber die Leistung steht hier bei Scania wohl nicht drauf. Vorne vielleicht irgendwo? Nö, auch nicht. Doch, hier, doch, von unten. 730. Ah, okay. Bei Scania sieht man es also auch direkt im Design. Da ist auch dieses schöne V8-Logo, ne? Naja. Ja, wie gesagt, Volvo und Scania sind schon die besten Trucks, die es so gibt im europäischen Raum. Wobei ich persönlich Volvo halt am besten finde. Ne, Volvo baut erstens von der Optik her die geilsten LKW. Ich meine, guck dir das Ding von vorne an. Das ist einfach nur Königsklasse, was das Design angeht. Ja. Naja. Gut, das heißt, mit dem eigenen LKW kaufen lassen wir tatsächlich noch sein. Solange bis wir Level, keine Ahnung, was haben. Ja, wie gesagt, wir gucken mal ab und zu rein. Wir werden also erstmal bei den Schnellaufträgen bleiben. Alles andere haben wir noch gar nicht. Okay. Spezialaufträge haben wir letztens erst gemacht, eine ganze Menge. Das heißt, ich würde erstmal wieder normale Aufträge machen. Da haben wir hier 3 Tonnen mit Mercedes. Oder 16 Tonnen mit einem Volvo. Dann haben wir hier noch ein Scania. 6 Tonnen. Ich glaube, wir bleiben mal hier. Wir machen mal Mercedes. Volvo hatten wir jetzt schon eine Weile, eine Menge. Wir machen mal hier Mercedes. Ne? Kann nicht schaden. So, okay, war 6.000 Euro und wir fahren von Cagliari nach Barcelona. Cagliari? Den Ort kenne ich gar nicht. Ist das noch in der EU? So. Ja, sieht optisch gar nicht mal. Ja gut, ist Mercedes, ne? Mercedes ist ja auch schon designtechnisch bisschen weiter vorne. Zumal das ja auch ein Actros sein dürfte, ne? Ja, genau, ist ein Actros. Wir fahren einen Hubschrauber. Ist das die Mission, die ich auch bei dem Testspiel hatte? Ich hab doch hier bei der Testaufnahme mit dem 4K 60 FPS. Hatte ich doch auch den LKW mit dem Helikopter, oder? Lol. Ja gut, das ist natürlich irgendwo stylisch. So, dann fahren wir mal los. Wieso habe ich kein Audio? Moment mal, ich höre nichts. Oh. Ah. Ja. Ich hab's doch runtergeregelt gehabt. Das klingt schon besser. So. Ja, sieht gut aus. Ne, wo bin ich denn? Ach komm, let's go. Diese TV-Kameras kannst du echt nicht nutzen. Da siehst du. Gar nichts. Oh, ha. Sogar noch dran vorbei. Aber schön blinken. Biege nach rechts ab. Wow, der Hänger schwingt hinten aus. Lol. Na gut, bei der Länge wäre auch alles andere kaum machbar. Leider sieht man bei der Kamera unseren LKW immer nur von hinten. Das ist natürlich besonders schade, dass man den immer nur von hinten sieht. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann bleiben Sie immer geradeaus. Oh, der schwer aber auch ganz schön aus, ne? Immer geradeaus.
So, okay, so weit brauchen wir gar nicht ausschwenken. Dadurch, dass der Hänger so rechts abbiegen. Weit ausschert. Brauchen, müssen wir tanken? Oh, wir müssen tanken. Schön blinken hier. Schön blinken und jetzt schön hier rinnen. Biege nach rechts ab. Alter, mit welchem Tempo fährt der Helge? Der hintere LKW, der klingt so, wie als wenn er 80 auf der Autobahn fährt. So, schön hier einscheren. Achso, wegen Ruhepause. Nee, wir wollen tanken. Ich bin gerade hier ein bisschen gegen der Fahrspur, ne? Aber ist egal. So, Motor abstellen und return. Also Enter. So. Tank voll. Das sollte ja für die 800 Kilometer reichen, ne? 800 Kilometer? Oh. Hab doch gelenkt. Ach ja, da ist ja die Fähre mit einberechnet. Das heißt, wir brauchten gar nicht tanken. Wahrscheinlich. Oh, egal. So, hier schön raus und dann Straße frei. Sehr geil. Oh, wie krass, der ist auch hinten ausschwenkt, ne? Ist schon optisch geil. Oh, wir haben Rot. Ich sollte aber auch auf die Ampel achten. Ah, alles im grünen Bereich. So, kann ich schon mal blinken hier? Sieht schon schnieke aus. Sieht schon echt schnieke aus. Die Landschaft aber auch, ne? Also Grafik ist das schon echt geil. So, lass mich mal hier vorbei, Junge. Ich will hier ausschwenken. Mal gucken, wie klein wir den Wendekreis machen können. Ich schwenke mal nicht so sehr aus, sondern guck einfach mal, ob wir auch so dran vorbeikommen. Und tatsächlich, wir kommen dran vorbei. Ah, vielleicht doch nicht so ganz. Das Schild hier macht mir halt relativ... Oh, doch, wir kommen dran vorbei. Ja, lol. Tja, das ist natürlich das Schöne bei so einem ausschwenkenden Auflieger. Gut, ich meine, anders würdest du auch in vielen europäischen Straßen gar nicht vorankommen. Die sind ja nicht so ausladend. Und hier kommt mir das Spiel ganz schön laut vor. Also hier auf der Anzeige in OBS. Aber wir haben es ja schon runtergestellt, ne? Ja, haben wir schon runtergestellt. Sollte also alles passen. Ah ja, ich vertraue einfach mal der Anzeige. Also, dass wir es ordentlich eingestellt haben. So. Boah. Was sind das denn für Relais? So, okay, der lässt uns vorbei. Sehr schön. Dachte schon, der gelbe Ferrari da im Hintergrund. Ist das ein Ferrari? Ja, ist ein Ferrari. Der will sich jetzt noch hier noch vorbeibrechen. Aber er lässt uns tatsächlich vorbei. Sehr nett. Ach so, und was ihr da hört, ist natürlich nicht wirklich das Relais. Sondern ich weiß nicht, ob man da einfach irgendwelche Lautsprecher reinigt. Aber das ist ein künstliches Geräusch, was extra gemacht wird, damit man es hört. Ja. Weil so laute Relais gibt es gar nicht. Also gibt es schon. Aber dann nur in irgendwelchen Umspannwerken oder so. Und ein LKW ist jetzt nicht unbedingt ein Umspannwerk. So. Ah ne, links. Wir wollen da hier links rauf. So. 80 dürfen wir. Aha. Ist schon echt schnieke.
Tja, ich glaube mal so mit der Außenkamera wäre es mit Tastatursteuern vielleicht sogar noch einfacher. Wäre es denn nicht mehr so. Oh, da vorne. Ist ein Unfall. Ach nee. Seit wann fahren die Polizisten hier mit Sportwagen? Sind sie hier in Amerika oder was? Oh, wir fahren zu schnell. Ups. Kann ja mal passieren. So, Tempomat war 10, ne? Ja. Da-da-dam. Das Wetter ist auch sehr schön. Siehst du, was wir mal probieren können? Gleich brauche ich garantiert einen Unfall. Okay, ich warte mal kurz, bis wir eine gerade Strecke haben. Da kommt ja direkt eine. So, machen wir jetzt mal so hier und so hier. Wow. Jetzt können wir schön den Himmel sehen. Außenspiegel war die F2. Ha. Sieht schon echt stylisch aus. Das war das, das war das. Ach ja. Hat er gerade gespeichert? Ja, ne? Also ich muss schon sagen, so mit der Außenkamera ist das schon ganz schön laut. Aber jetzt klar, ich meine, wir sitzen ja direkt neben dem LKW. Also, wow. Wow. Habe ich gerade den blauen Pekka wieder abgedrängt, aus Versehen. Wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Okay, geradeaus. Achso, siehst du, wir können ja mal gucken. Haben wir hinten so Blinklämpchen? Haben wir. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, das war die O-Taste, ne? Bevor wir das irgendwas aktivieren, was wir nicht aktivieren wollen. Lichtmodi, Fernscheinwerfer und Umleuchte ist O, genau. Okay. Dann können wir die einfach mal smashen. Blinkt ja bloß. Nein? Ja, genau. Weißt du was? Wir können auch mal. So, haben wir noch Doppelblinker an? Problem ist nur, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir zu schnell fahren. Da vorne ist ein Schild, wir dürfen 90 fahren. Ja, wahrscheinlich eher weniger, ne? Wie viel darf denn der Auflieger? Der Auflieger darf 80. Okay. Oh. Blinkt, 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 blinkt. Das erkennt man, das hat man. Da. Ne? Das Schild hier. Das ist die Geschwindigkeit, die der Auflieger maximal erreichen darf. Oh, wieder halb 40, 40. Oh mein Gott, 40. Wie schnell fahren wir? So.
Oh, und wir dürfen wieder 80. Aber ja klar. Voll verrostete Seitendinger hier. Da ist so richtig schön neu, ne? So richtig schön. Und hier ist so super alt verrostet und alles. Lol. Lolo Roffel. Oh, da vorne fährt ein Zug, ein Zug, ein Zug. Oh, wie geil. Wow. Bodenwelle. Oder so ähnlich. Bitte links halten. Okay. Achso, so, jetzt. Ich bleibe links. Boom. Voll ins Gesicht. Wow, Alter. Hilfe? Mami. So. Wow, wir dürfen nur 70. Oh mein Gott, Alter. Zu viel Information. Da vorne ist eine Ampel. Wow. Wir müssen geradeaus. Okay. Aber da vorne müssen wir doch nach rechts. Wieso sollen wir denn da links bleiben? Immer geradeaus. Ah, okay, das ist noch ein Kreisverkehr. So, will einer rein? Nö, sieht nicht so aus. Oh doch, hier. Wow. Der war ja gerade voll im toten Winkel. Holy moly. Der blaue hier, ne? Der war gerade voll im toten Winkel. Gespannt, wie wir hier mit dem Hänger langkommen. Nimm diese Ausfahrt. Aber sieht alles soweit gut aus. Ja, kein Problem, Alter. Nice. So, da kommt noch ein Kreisverkehr, dann müssen wir auch wieder geradeaus. Zweite Ausfahrt nehmen. Achso, nein. So. Nimm diese Ausfahrt. Alter, was fahre ich denn hier? Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Oh, was machst du da, mein Freund? Okay, der fährt da ab. Nimm diese Ausfahrt. So, hier muss ich jetzt aufpassen, weil der Hänger schwenkt nämlich nach links aus, nicht dass ich irgendwas wegreiße. Oh, sieht aber gut aus. Ne, weil. Warte mal kurz, ich hätte ja. Warte kurz, ich hätte. Also, siehst du, ich kann ja. Warte mal kurz, wie war das jetzt so? Achso, nee. Ah, genau, so war. Okay. Ich wollte die Schnauze halten. Nee, weil als ich nämlich hier abgebogen bin, ne? Das darf man nicht vergessen.
Okay, während ich in der Developer-Modus bin, kann ich die Maus nicht benutzen. Das ist ja behindert. Okay, aber alles pausiert. Na egal, auf jeden Fall hier, wo ich links abgebogen bin, ne? Dadurch, dass ich nach, wo ich rechts abgebogen bin. Dadurch, dass ich nach rechts abgebogen bin, ist ja das Problem. Ich kann mal gucken, ob ich das hier so zeigen kann. Genau. Dadurch, dass ich da nach rechts abgebogen bin. Da so. Nach rechts. Ist das Problem, dass in dem Moment, wo mein Hänger nach links ausweicht, also da, wo jetzt der Müllwagen da steht bei der Kamera, da ist das Problem, dass wenn der Hänger nach links ausschwenkt, weil ich nach rechts abbiege, kann es sein, dass der Hänger links die Schilder mitnimmt. Und deswegen muss man dabei ausschwenkenden Hängern ganz doll aufpassen, dass man da nicht zu scharf nach rechts abbiegt und der Hänger damit zu weit nach links ausschert. Ja. Alles so Sachen, die man beachten muss. Sehr nice. Ne, angenommen, ich kann jetzt mal hier speichern. So, gespeichert. Ne, ich war jetzt relativ nah an der Leitplanke. Demnächst links abbiegen. So jetzt. Ja, Biege nach links ab. ich war jetzt relativ nah an der Leitplanke. So, um das mal zu simulieren. Also angenommen, die rechte Leitplanke sind ja Schilder. So, jetzt fahre ich hier relativ nah an der Leitplanke. Und jetzt will ich hart nach links abbiegen. Guck mal, was mit dem Hänger passiert. Und bumm, der Hänger fährt auf die Leitplanke. Und wenn ich jetzt weiterfahre, dann würde der Hänger. Okay, ich kann gar nicht mehr fahren. Ne? Sieht man, jetzt der Hänger lenkt hier zur Leitplanke, weil ich nach links wegbiege. Und das gleiche wäre halt vorne auch mit den Schildern passiert, wenn man nicht aufpasst. Das heißt, komm ich jetzt so wieder raus? Müsste ich eigentlich nur nach rechts lenken? So. Dann müsste ich mich ja hier wieder freikämpfen, ne? Nee, dann müssen wir wieder ein bisschen zurückfahren. So, jetzt noch da. So, jetzt bin ich wieder frei. Oh, komme ich hier raus? Ja, sieht gut aus. Ich muss eigentlich nur bei der Leitplanke vorbei. Oh mein Gott, was mache ich hier gerade? Ich habe da extra gespeichert, damit ich einfach wieder laden kann. So, let's go. Sieht doch gut aus. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst rechts abbiegen. Oha. Biege nach rechts ab. Oha. Hier ist aber ganz schön eng. Ah, doch, sieht gut aus. Ich glaube, das schaffen wir doch. Ja, wohl ja. Nice zu. Krass korrekt. So, mit so einem Hänger natürlich auf dem Schiff fahren, das ist natürlich auch eine geile Aktion. So, Enter. Wir müssen nach. Nee, wir müssen nach da, ne? Well, let's go. Genau, Barcelona, ja genau. Neue Route Genau, finden. Barcelona. Da steht's ja. Carglida nach Barcelona. Mit 6.000 Euro, Digga. So. Biege nach rechts ab. Hä? Bist du nicht auf dem Schiff sein? Wo sind wir denn? Wir starten doch normalerweise immer im Schiff, oder nicht? Hätte mich gewohnt, mitten auf der Straße. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Diese Ausfahrt. Easy. Let's go.
Das ist ein schöner LKW. Nice. Wow, okay. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Bitte links halten. Links, rechts? Okay, geht bloß nach links. Ah, da vorne sehe ich schon das Ziel. Nice. Oh ja, hier die Kitty. Hä? Wieso dürfen wir hier 90? Da. Unser Auflieger kann auch noch maximal 80. Naja. Scheinbar scheint er das da gar nicht zu berücksichtigen. Oder, als wir mit der Fähre gefahren sind, hat uns jemand den Sticker vom Auflieger abgekratzt. Das kann natürlich auch sein. Ausfahrt rechts nehmen. So. Nimm die Ausfahrt rechts. Hier bloß noch 60. Okay. Biege nach rechts ab. Und bloß noch 30. Holy moly. Ich liebe Züge, ne? Aber ich hatte zum Glück noch nie erwähnt. So, ich dürfe wieder 50, sehr schön. Nach links, okay. Und ich fahre zu schnell. Vorne kommt ja schon wieder Kreisverkehr. Alter, diese ganzen Kreisverkehre hier. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Frei beim. Was ist das hier? Oh, halt! Signal. Hä? Ich bin verwirrt. Was heißen diese gelb blinkenden Lampen? Vor allem, warum blinken die so komisch? Mal blinkt der Umwand zweimal. Kommt jetzt ein Zug oder nicht? Oder wer oder wieder was? Ich fahre einfach mal. Weil die roten blinken, die blinken noch nicht. Und der Bus fährt auch einfach weiter. Okay, dann fahre ich mal. Habe ich noch nie gesehen, so eine gelb blinkenden Lampen. Ein Bahnübergang. Vielleicht sollen die einfach nur die Aufmerksamkeit. Oder sie sollen einem absichtlich verwirren. Natürlich schon wieder rot hier. Ah, oder auch nicht. Immer geradeaus. So, da vorne müssen wir nach links. Hier noch nicht. Links abbiegen. Ah ja.
Das habe ich gerade gesagt. Biege nach links ab. Oh, hier ist aber auch eng. Ja, YOLO? Oha, 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 oha! Ah, okay. Ich hoffe mal, ich habe kein Schild mitgenommen. Das war ja mal ein enges Ding, du. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Warum stehen die hier? Hä? Ach, die parken hier. Wow. Biege nach rechts ab. Mach auf die Kacke. Ja, weiter auf geht's wohl nicht, oder was? Ach da. Oh. Endlich, wir sind da. Ja, ich weiß noch nicht, ob wir das schaffen hier. Ah, nee, schaffen wir nicht, war klar. Da bleiben wir hängen. Weil der Hänger halt nach rechts ausschwenkt. Das ist halt das Problem mit diesen Hängern. Das heißt, wir müssen jetzt... Das Schöne ist, bei echten Hängern kann man das, glaube ich, auch deaktivieren. Ich weiß aber nicht, ob wir das hier deaktivieren können. Ich weiß auch gar nicht, wo der Schalter dazu wäre. Ich glaube, das ist... Der Schalter dürfte das sein. Der sieht so danach aus. Kann auch sein, dass das was ganz anderes ist. Ja, keine Ahnung. Aber wie gesagt, glaube ich, kann man das bei echten Hängern deaktivieren. Tja, und wir können es hier aber natürlich... Können wir es deaktivieren irgendwie? Können wir das? Tastenknöpfe. Gasbremse nach links hochschalten, runterschalten, neutral hochschalten, runter. Getriebe, Motor, Feststellung, Motor, schalten, Motor, Aufliegerbremse, Auflieger. LKW-Achse, Aufliegerachse, heben, senken, Differentialsperre, Blinker. Also, Differentialsperre hat er schon mal. Ist schon mal nicht so schlecht. Fernlichtscheinwerfer und Umleuchte, Hupe, Fanfare, Licht. Alter, hier gibt es so viele Sachen. Scheinwerfer, Tempomat, Anzeige, Navi, Cockpit, rechtes, linkes Fenster. Hut, LKW-Einstellungen, F4. Achso, ja. Das würde die ganzen Spiele uns einstellen können. Hut Advisor brauchen wir alles nicht. Assistent. Nächste Kamera, was ist die ganzen Kameradinger in Ansicht, bla bla bla. Laufmodus brauchen wir auch nicht. Andere aktivieren, Auflieger an- und abkuppel. Also Schnellspeicher, Audio Player, Garage Manager, Screenshot, Head Tracking. Was ist denn das? Head Tracking. Verfolgt ihr denn meinen Kopf? Oder was? Naja. Erweiterte Sicht. Pausieren. Experiment. Warum gibt es keine Hilfetexte? Warum kann man hier nicht einfach raufklicken? Hier irgendwie noch so ein Button mit Hilfe. Vorlage 1 für erweiterte Sicht. Vorlage 2 für erweiterte... Alter, was ist das alles? Overlay aktivieren ist komplex. Komplex? Also komplex ist ja, glaube ich, hier... die Taste links über der Tab-Taste. Also unter der Escape-Taste quasi. Zwischen Escape und Tab. Die Taste. Das ist ja meistens das, was hier so als komplex immer angezeigt wird. Warum die hier auch zweimal definiert ist, keine Ahnung. Namensschilder anzeigen, das brauchen wir garantiert nicht. Ja, nee, also habe ich das noch nicht gefunden, ne? Tja, ist natürlich schade. Weil so kommen wir hier nicht vorbei. Durch die Container können wir auch nicht in die Richtung lenken, oder? Können wir? Ne. Ah, ne, müssen wir nochmal rausfahren. Da wird so nichts.
So, richtig schön hart lenken, so hart wie es geht. Das ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber gar nicht so schlimm. So. So. Schön ruhig bleiben hier. So. Wir müssen jetzt den Hänger. Wir müssen den Hänger hinten so weit wie möglich nach links bekommen. Dazu muss ich mit dem LKW möglichst hart nach links lenken, wenn ich rückwärts fahre. Und das versuche ich jetzt gerade. Also nicht wundern, was ich hier gerade mache, ja? Ich muss aber auch aufpassen, dass ich rechts nicht mit dem Zaun kuschel. So, okay, der Hänger lenkt, lenkt. So, jetzt muss ich selber versuchen, nach rechts zu kommen, nach links zu kommen. Ich glaube, ich hänge da hinten an der Ampel, ne? So, vielleicht reicht das schon, wenn ich jetzt hier ganz hart nach links und dann... Ja, das sieht gut aus. Jawoll! Nice, nice, ich hab's geschafft. So. Okay, okay. Oh, sieht aber nicht mal so schlecht aus hier. Voila, perfekt. Alter, das... Okay, jetzt kommt hier natürlich die Treppe. Aber kein Problem, da fahren wir hier ein bisschen weiter rein. So ungefähr. So. Sieht doch gut aus. Ja, das ist das Problem mit diesen selbstlenkenden Aufliegern oder wie die Dinge auch immer heißen. Das ist Fluch und Segen zugleich, leider. Ne, bei engen Kurven großer Vorteil, aber halt auch viele Problematiken. Gerade wenn du durch enge Tore fährst oder so wie ich gezeigt hatte mit den Verkehrsschildern, wo du aufpassen musst, dass du, wenn du nach rechts scherst, links durch die Verkehrsschilder abreißt und sowas alles. Gibt viele Sachen, auf die du achten musst. Oh, wir haben Level 6. Gibt viele Sachen, auf die du da achten musst. Fernfahrer, hochwertige Fracht, zerbrechliche Fracht, just in time. Was machen wir? Machen wir hier um was? Explosive Stoffe, Gase. Ich würde mal sagen, wir machen hochwertige Fracht, ne? 10% höhere Vergütung. Ach so, ich dachte jetzt plus 10%, also auf die 5% kommt nochmal 10% dazu, aber ist nur um 5%. Das ist ja, ich meine, schön, dass wir es nochmal hier in Klammern, in Klammern gesetzt haben, um, ne, um es nochmal klar zu machen. Aber gerade Dennis ist natürlich besonders schade, dass es hier jeweils gerade mal um 5% ansteigt. Ist natürlich gar nichts. Das lohnt sich also nicht wirklich. Was gibt's hier? Auch immer nur 5%. Wow. Oh, hier gibt es ein paar mehr Sachen. Ach, guck mal, hier haben wir wichtige Lieferungen und hier haben wir dringende Lieferungen freigeschaltet. Also nochmal was anderes. Höhere Vergütung für das Abschließen einer wichtigen Lieferung. 10% höhere Vergütung und 30% Erfahrungsbonus. Oh, das nehmen wir doch. Das sieht doch gut aus. Let's go. So. Dann speichern wir auch mal gleich mal. Und die Folge hat schon wieder hart Überlänge bekommen. Ist aber völlig egal. So, dann beenden wir mal das Ganze mal. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Wenn es denn dann heißt, ja. Ups, so. Eurotruck-Simulator oder so, ne? Hm? Bis dann. Tschüss.